Hallo, in diesem Video zeige ich, wie das Madita-Muster gestrickt wird. Und dafür habe ich schon mal eine kleine Maschenprobe vorbereitet. Die letzten und die ersten drei Maschen sind einfach Randmaschen, damit sich das Ganze hier nicht einrollt. Die haben nichts mit dem Muster zu tun. Hier habe ich einfach kraus rechts gestrickt, also sowohl die ersten als auch die letzten in jeder Reihe immer rechts. Und das Muster befindet sich aber dazwischen, um das es geht, das Madita-Muster. Und der Mustersatz besteht immer aus 8 Maschen. Also hier haben wir 8, 8 und nochmal 8. Und genau, wir brauchen 8, weil jede Raute, jede Rhombe besteht aus 4 Maschen. Und da das Ganze versetzt gestrickt wird, brauchen wir 8. Das klingt jetzt wahrscheinlich viel komplizierter, als es ist. Ich zeige das am besten mal direkt und ja, stricke jetzt mal eben schnell meine 3 Randmaschen, die wie gesagt nichts mit dem Muster zu tun haben, die einfach nur dafür sind, dass sich das hier nicht so einrollt. So, und jetzt geht es tatsächlich ans Muster. Ich habe ja jetzt nun mal hier schon angefangen. Und man sieht jetzt, hier ist der Faden noch nicht so lange her, dass der gestrickt wurde. Hier sind schon mehr Reihen vergangen und deshalb ist jetzt hier wieder das Muster dran. Ja, aber wenn ihr zum Beispiel das Madita Top strickt, dann ist ja genau angegeben, wann ihr mit dem Muster anfangt und auch wie. Genau, deshalb ist das jetzt gar nicht so wichtig. Ich zeige jetzt einfach mal, wie man das Muster strickt. Als erstes mache ich einen Umschlag und der sollte nicht zu locker sein, sonst werden hier diese Löcher zu groß, wenn der Umschlag zu locker ist. Deshalb so ein bisschen anziehen und dann wird die erste von den 8 Maschen einfach wie zum Rechtsstricken abgehoben, ohne sie zu stricken. Die nächsten 3 Maschen werden rechts gestrickt und die abgehobene Masche, das ist jetzt von hier aus gesehen ja die 4., die hebe ich jetzt über die 3 Maschen rüber und so entsteht hier dieser Querfaden. Jetzt die nächsten 4 Maschen werden einfach rechts gestrickt. So, wir haben also, weil wir das Ganze ja versetzt machen, einmal das Muster mit dem Querfaden und einmal einfach nur 4 rechtsgestrickte Maschen. Das waren jetzt 8 Maschen, das ist also ein Mustersatz. Und jetzt zeige ich den Mustersatz nochmal. Ein Umschlag und den nicht zu locker halten, also ein bisschen anziehen. Und die nächste Masche jetzt wie zum Rechtsstricken einfach abheben. 3 Maschen rechtsstricken. Und die Masche, die wir eben abgehoben haben, das ist die 4., die nach dem Umschlag kommt, die heben wir jetzt über die eben gestrickten 3 Maschen. So, und jetzt müssen wir wieder 4 Maschen einfach nur rechts stricken. Und dann kommt nochmal das Muster. Also das Ganze nochmal. Ein Umschlag. Eine Masche wie zum Rechtsstricken abheben. 3 Maschen rechts stricken. Und jetzt die abgehobene Masche, diese hier, über die 3 Maschen drüber heben und wir haben den Querfaden. Und dann nochmal 4 Maschen rechts und meine Randmaschen schräge ich auch noch rechts. Dann kann ich das Ganze einmal zeigen. So, wir haben jetzt also, ach, das ist so laut mit den Nadeln. So, wir haben jetzt also hier einmal den Querfaden, hier und hier. So, damit haben wir
das Muster gestrickt, dazwischen immer die 4 normal rechts gestrickten Maschen. Und jetzt werden 3 Reihen, falls ihr in Runden strickt, 3 Runden ohne irgendwelches Muster einfach rechts bzw. links gestrickt. Also jetzt natürlich die Rückreihe links, dann eine Reihe rechts und nochmal eine Rückreihe links. Und dann geht es weiter mit dem Muster. Also wir sehen uns in 3 Runden bzw. 3 Reihen sind es ja bei mir wieder. Und ja, ich stricke die mal eben schnell. Und dann zeige ich, wie es weitergeht mit dem Muster. So, jetzt habe ich die 3 Reihen gestrickt. Also eine Rückreihe, eine Hinreihe und nochmal eine Rückreihe einfach rechts bzw. die Rückreihen links. Und bin jetzt also wieder hier in einer Hinreihe. Und jetzt wird das Muster versetzt gestrickt. Jetzt stricken wir hier die 4 Maschen einfach rechts. Und hier jeweils das Muster. Genau, da haben wir ja vorhin die rechten Maschen einfach gestrickt und hier ist das Muster, was ich eben gestrickt hatte. Und jetzt muss das Muster hier gestrickt werden. In der Anleitung für das Madita-Top steht das natürlich ganz genau, wann, was, wo gestrickt wird. Aber es ist ja immer gut, das nochmal auch in Bewegtbild zu sehen. Dann versteht man das einfach manchmal noch besser. So, meine 3 Randmaschen. Und jetzt stricke ich eben da, wo ich vorhin das Muster gestrickt habe, hier bei den ersten 4 Reihen Maschen, stricke ich 4 Maschen einfach rechts und jetzt eben versetzt hier bei diesen 4 Maschen mit dem Umschlag eine Masche zum Rechtsstricken abheben und 3 Maschen rechts. Also es ändert sich nichts an der Art und Weise. Ich hebe jetzt wieder die abgehobene Masche über die 3 rechten Maschen und stricke anschließend 4 Maschen rechts. Es ändert sich nichts an dem Muster. Es ist halt einfach nur an einer anderen Stelle. Also Umschlag, Masche wie zum Rechtsstricken abheben, 3 Maschen rechts. Und dann die abgehobene Masche über die 3 Maschen drüber heben. 4 Maschen rechts. Und dann zeige ich noch ein letztes Mal das Muster. Ein Umschlag, eine Masche wie zum Rechtsstricken abheben und 3 Maschen rechts. Und zuletzt noch die abgehobene Masche über die 3 Maschen heben. Bei mir kommen jetzt noch die Randmaschen. Ups. So. Und dann zeige ich das nochmal. Jetzt haben wir hier jeweils das Muster und dazwischen die 4 rechts gestrickten Maschen. Und so ergibt sich dann im Lauf versetzt immer das Madita-Muster. Viel Spaß beim Stricken!